ich werde ganz häufig gefragt, ob ich der Ehepartner alles bekommt, automatisch. Nein. Vor allem, wenn auch Kinder herum sind, die sind ja geschützt vor dem Gesetz, die kommen auch etwas über. Aber der Ehemann, die Ehefrau ist dahingehend ein bisschen besser geschützt, weil zuerst wird einfach mal das Geld, das man in der Ehe gemeinsam erwirtschaftet hat, teilt. 50-50. Und nachher gibt es sozusagen einen neuen Kuchen. Dort kommen alle Gelder rein, die noch führig sind, und das wird dann unter allen Erben verteilt.